Herzlich willkommen, Freunde. Heute ein ganz anderes Video. Ihr seht es, wir haben hier zwei wunderschöne Uhren, einen weiteren Gast, beziehungsweise eigentlich bin ich hier Gast. Ich bin nämlich in Lübeck bei meinem Kumpel Dennis. Dennis hat hier einen wunderschönen Laden. Dennis, stell dich mal kurz selbst vor und dann schauen wir uns natürlich die neuen Uhren an, die ich mir gekauft habe. Moin ihr Lieben, mein Name ist Dennis, ich bin der Vintage-Juwelier hier aus Lübeck und natürlich über die Grenzen hinaus. Und auf 500 Quadratmeter in der Lübecker Innenstadt handle ich mit all den Sachen, die kein Mensch braucht und jeder haben möchte. Ihr kennt mich ja nämlich immer nur mit dieser blauen OP, die ultra schön ist, meine erste Uhr, das ist eine ganz besondere. Aber jetzt schauen wir mal hier rein. Dennis, welche machen wir? Es wird Zeit für ein Upgrade. Ja, es wird auf jeden Fall Zeit für ein Upgrade. Welche machen wir zuerst auf groß? Sportliches oder was für den netten Abend? Ich wäre, durch dem, dass jetzt langsam draußen dunkel wird, für den netten Abend auf jeden Fall. Ja, für dich heute hast du dir lange ausgesucht und gewünscht. Eine Rolex Datejust 36 mm Stahlgold am Jubiläband mit einem wunderschönen dunkelblauen Zifferblatt. Ja. Eine wirklich traumhafte Uhr. Wie siehst du die aktuelle Lage und generell das Thema Rolex? Ist es ein Investment, ein teures Hobby oder verbrennt man am Ende des Tages nur Geld damit? Ein klares Jein zum Investment. Kann man sich ja drüber streiten. Es ist so ein bisschen abhängig von dem Modell, welches man sich kauft und natürlich auch abhängig von dem Einstiegspreis, den man da hat. Ja, Stahl-Sportmodell, GMT Master, Submariner, Daytona, das sind natürlich Uhren, wenn du die zum Listenpreis bekommst, ja, gerade mit deinem Thema Investment, da machst du wenig falsch. Da verbrennst du in der Regel auch kein Geld. Schmuckuhren, Golduhren ist manchmal nicht ganz einfach, gerade jetzt die letzten ein, zwei Jahre. Und grundsätzlich muss man sagen, Investment, da bist du ja viel fitter drin, Aktien, ETFs und vieles mehr und Dividenden sind natürlich ein echtes Investment. Eine Uhr ist ein Luxusgut und wenn du die richtige Marke kaufst, dann hältst du dein Geld in der Regel oder du vermehrst es auch etwas. Aber ich würde immer tunlichst davon abraten, eine Uhr als reines Investmentobjekt zu kaufen. Ja, man soll es tragen, man soll Spaß damit haben und grundsätzlich bereit dazu sein, auch Geld, den Verlust in Kauf zu nehmen, wenn das Modell halt nicht mehr so angesagt ist oder ins Nirvana verfällt. Ja, die letzten zwei Jahre sind viele Modelle straight back abgegangen, ja, auch bei anderen Marken. Und wenn du da auf dem Peak, auf dem Graumarkt eine Uhr gekauft hast, hast du manchmal 50, 70, 80% deines Geldes verbrannt. Ja, das stimmt. Also das ist eine wunderschöne Uhr. Ich habe die gestern tatsächlich natürlich schon das erste Mal am Handgelenk gehabt und habe mir eigentlich gedacht, das wird meine Daily-Uhr. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie es der Dennis auch schon zu mir gestern gesagt hat, die ist eher für besondere Anlässe, wenn man zum Beispiel schick essen geht, Geburtstagsfeiern, irgendwie so vielleicht zu einem Hemd oder Poloshirt anzieht. Aber als Daily-Uhr ist das fast zu schick. Also jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es kommt ja immer darauf an, wo du dich rumtreibst. Ne? Genau. Du bist ja weltweit im Einsatz quasi für dich und deine User und vieles mehr. Und es gibt Orte, da möchte man ja vielleicht etwas dezenter auftreten oder etwas robuster, wenn du wieder vor Mount Everest stehst. Ja, und mir war gestern schon klar, du warst hier begeistert. Ja, und hast ja hier auch einen mega Einstiegspreis bei uns bekommen. Und da kannst du auch kein Geld quasi verlieren. Wo soll die denn noch hinfallen? Du hast sie wirklich zum mega Freundschaftspreis hier bekommen und das ist auch gut so. Aber mir war schon klar, die zweite Box, das ist eher so eine Uhr, dein nächster Daily Rocker, die du immer tragen wirst. Das ist eine Uhr, die seit 50, 60 Jahren ein Klassiker ist, immer nur leicht verändert wurde. Sean Connery hat die bei James Bond getragen, bevor diese andere Marke da irgendwie ins Spiel kam. Aber das ist eine Uhr, die ja immer verpönt im Internet als Kellneruhr dargestellt wird. Aber ja, dann zeig uns doch mal das schöne Schmuckstück. Da haben wir eine schwer aufgängige Box. Eine Rolex Submariner 40 mm, die 116-610 LN Date. Ja, eine Submariner Date mit 40 mm, also eine unglaublich klassische Uhr, die es seit Jahrzehnten so gibt, immer in leicht abgeänderter Variante. Und das ist eine Uhr, die dich auch auf dem Mount Everest begleiten kann, ja, oder bei Tauchgängen irgendwie vor Thailand oder wo auch immer du da gerade bist. Diese Uhr ist ein ewiger täglicher Begleiter und die kann man auch weiter vererben. Ja, finde ich persönlich, eine Uhr in dieser Form kann man immer und überall tragen und passt auch hervorragend zu deinen 48.523 Tattoos. Freunde, das waren jetzt auf jeden Fall zwei wahnsinnig schöne Uhren, die ich mir in den letzten zwei Jahren tatsächlich erarbeitet habe, viel sparen habe müssen. Ich habe ja natürlich auch in meinen 20ern viel verzichtet, muss aber auch ganz ehrlich zugeben,
es überwältigt mich einfach heute noch immer, dass man sich so etwas leisten kann. Das ist ja echt nicht selbstverständlich. Deswegen freut es mich umso mehr, dass nicht nur wir eine richtig gute Freundschaft dank Social Media auch aufbauen haben können. Wir haben uns davor nicht kennt. Wir haben, ich glaube, du folgst mir seit 5000 Followern ungefähr, wenn nicht sogar noch früher. Also kurz nach der Erfindung des Internets. Ja, und das ist halt etwas, was ich extremst schätzen weiß, dass man gute Freundschaft hat, man sich auch businesstechnisch austauschen kann, gegenseitig irgendwie weiterhelfen kann. Und ja, da kann ich echt nur Dankeschön sagen, Dennis. Ich habe zu danken. Das ist so schön, dass du auch hier bist. Ja, und ich freue mich auch wahnsinnig und ich gönne es auch jedem, wenn man sich solche tollen Uhren hart erarbeitet fleißig ist. Und das bist du. Du bist immer auf Achse, du bist immer im Machen und Tun. Also ich persönlich freue mich über jeden, der sich so eine Uhr natürlich bei uns kauft. Ja, das gehört auch dazu. Aber noch mehr freue ich mich, wenn die so wirklich hart und fleißig erarbeitet sind. Und das hast du dir auch wirklich redlich verdient. Und ja, ich kann da vom Herzen gönnen und freue mich sehr mit dir. Dankeschön. Jetzt muss ich aber auch wirklich hier dann noch direkt im Video. So, das ist meine erste Uhr. Die kommt nämlich dann brav in meinem Tresor rein. Und somit habe ich jetzt eine neue Daily-Uhr zum Reisen. Und da kann ich echt nur Dankeschön sagen. Auch das Tragegefühl. Da merkt man halt einfach, dass man preislich eine Liga hochgegangen ist. Tatsächlich einfach nur von der Schließe her, von dem Gefühl einfach, was die mit sich gibt. Also das ist schon echt genial. Die ganze Haptik ist toll, ne? Ja. Und jetzt weiß ich auch, dass der 3. Februar ist. Das habe ich vorher auch nie gewusst. Jetzt brauche ich nur noch den nächsten Wecker, wo auch Montag oder Dienstag draufsteht, weil das kann ich mir immer noch nicht merken. Also ich habe hier noch einen ewigen Kalender. Da hättest du quasi die nächsten 500 Jahre den Tag dabei. Aber für dich haben wir ja nur auch gerne am Wochenende hier geöffnet. Ne, für gute Freunde bin ich immer da. Freue ich mich sehr, dass du hier bist. Ich sage einfach nochmal Dankeschön. Ich habe zu danken. Und das werden wir heute Abend auf jeden Fall würdig feiern. Ja? Nicht nur, dass du hier 1000 Kilometer angefahren kommst und mehr, sondern all deinen Erfolg und den Erfolg, den wir haben und der in Zukunft auch noch kommen mag, da gehen wir heute Abend nochmal ordentlich hier in Lübeck feiern. Was essen? Ja. Ja, das ist das größte Thema von Olli. Warum sehe ich eigentlich so aus, wenn er so viel isst? Ich weiß nicht. Ja, ich esse einfach immer für zwei. Unfassbar. Naja, es ist echt, also jeder, der sich mal eine Rolex gegönnt hat, weiß, dass das einfach ein ultra schönes Hobby ist. Noch schöner ist es, wenn man es mit Freunden teilen kann, diese Sammelleidenschaft. Wir haben ja hier schon ein Video gemeinsam über seine Uhren gedreht, über Dennis seine Uhren. Ein paar, ne? Das Video verlinkt man natürlich oben in der Infobox und mit den Worten, also mit den letzten Worten von Dennis verabschieden wir uns dann auf jeden Fall aus diesem Video. Meine letzten Worte sind das hoffentlich nicht, sondern nur die letzten für dieses Video. Ja, natürlich. Nein, es ist für mich das größte Hobby. Ja, Armbanduhren, neben vielen anderen, seit dem 10. Lebensjahr für mich ein Hobby. Und wie dein Leben und deine Arbeit dein Hobby ist, wenn man für eine Sache brennt, ja, dann kann man diese Sache auch mit viel, viel Erfolg und Fleiß durchziehen und was erreichen. Und Armbanduhren begleiten mich wirklich seit dem 10. Lebensjahr. Und es muss nicht immer Rolex sein. Es gibt auch noch Patek Philippe. Nein, es gibt viele tolle Marken und Armbanduhren, diese Faszination der Technik, das ist einfach für mich großartig. Auf kleinsten Raum so eine Präzision hinzubekommen. Ja, dass ich natürlich jetzt als Sammler der Krone sehr verfallen bin. Ja, also das ist einfach so. Und auch viele andere auf der Welt, aber es gibt so viele tolle Uhren, so viele tolle Marken. Man muss immer nur wissen, wo man kauft, bei wem man kauft, wie man kauft, ja, und marktgerecht kaufen. Ansonsten ist wie überall im Leben, auch in deinem Bereich mit Aktien und Dividenden, du kannst, auch wenn du den falschen Leuten folgst, so viel Geld verbrennen. Deswegen immer den richtigen Leuten folgen, auch wenn es um Anlage, Investment, Dividenden und vieles mehr geht, damit man nicht an falscher Stelle Kohle verbrennt und viel Freude mit seinem Hobby und seinem Leben hat. So ist es. In diesem Sinne, alles Gute. Ja, los, ab geht's. Hat da jemand schon wieder Hunger? Hunger?